Hi guys, today I'll be preaching about 10 virgins. 5 of them were foolish and 5 of them were wise. The foolish ones, they took the lamp, but they didn't take the oil. But the wise, they took the lamp and extra jar of oil with them. Sometimes we go through life like all the other believers, but wonder why our outcome is different to the others. But today I want to ask you, do you take extra oil with you? Does your prayer life have extra oil? Does your relationship to God have extra oil? Does your walk with God have extra oil? Does your Bible reading time have extra oil? Today, through this message, I want to encourage you to carry extra oil with you. May God bless you. We had a great time in the presence of God. Wir hatten eine gute Zeit in der Gegenwart Gottes. It is no better place to be in the presence except being in the presence of God. Es gibt keinen besseren Ort als in der Gegenwart Gottes. Nowhere where you can get what you need in your life except in the presence of God. Keinen anderen Ort, wo du etwas bekommen kannst, was du in deinem Leben brauchst. He knows what you need in your life. Er weiß, was du brauchst in deinem Leben. And that you can get in that presence. Und das kannst du in seiner Gegenwart bekommen. And I believe this is going to be a place where his presence abides. Is going to abide in this place. Und ich glaube, dies ist ein Ort, wo seine Gegenwart sein wird. And whenever you connect to him, und wenn du dich verbindest mit ihm, whenever you reach out to him, wenn du dich nach ihm ausstreckst, God is going to give you what you need. Wird Gott dir das geben, was du brauchst. But don't expect that he's going to force himself to you. Aber erwarte nicht, dass er sich selbst auf dich zwingt. If you hunger and seek after God, you will find him. Wenn du Hunger hast nach ihm und ihn suchst, dann wirst du ihn finden. He will feed you. Er wird dich füttern. Every word that comes out of his mouth is going to feed your life. Jedes einzelne Wort, das aus seinem Mund kommt, wird dich ernähren. And that food is heavenly food. Und das ist himmlische Nahrung. That doesn't come from any man. Das kommt nicht von Menschen. But it comes from God alone. Sondern sie kommt von Gott allein. And I believe that when God feeds you, und ich glaube, wenn Gott dich ernährt, he knows what food you need right now at this moment. Er weiß genau, was für eine Nahrung du gerade brauchst. People will feed you what they think is right. Menschen werden dich mit dem ernähren, was sie denken, was richtig but ist. But God knows what you need in your life. Aber Gott weiß genau, was du gerade brauchst. Let yourself be fed by his word. Lass dich ernährt werden von seinem Wort. Amen. Amen. Let us turn to the book of Matthew. Lass uns Matthäus aufschlagen. 25. Kapitel 25. Let us read verses 1 and 2. Vers 1 und 2. Then the kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids who took the lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 of them were wise. Dann wird das Reich der Himmel 10 Frauen gleich werden, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam im entgegen. 5 von ihnen aber waren töricht und 5 klug. Last week we heard about a preach about being invited to the wedding. Letzte Woche haben wir eine Predigt darüber gehört, eingeladen zu werden zu einer Hochzeit. To the big feast. Zu dem großen Festmahl. Today we are going to also hear about that. Und heute werden wir auch weiter darüber hören. Today morning I had the opportunity to lead worship at the wedding. Heute Morgen hatte ich die Möglichkeit, die Anbetung zu leiten bei einer Hochzeit. And we were supposed to start at 11 o'clock. Und wir sollten um 11 Uhr anfangen. And we started at 1:15. Aber wir haben um 1:15 angefangen. And more than 2 hours we were just waiting there. Mehr als 2 Stunden warteten wir also. And 2 hours the people were there, we were there. I had to come back to church and I was thinking what to do and we were all struggling. Mirabin, he came to play drums but he had to leave. Tushara came as well. They came to minister as well but they had to leave because bride and the groom were not there. Und die 2 Stunden warteten wir also und auch einige vom Lobpreisteam waren dort und sie mussten früh wieder zurückfahren. At that time you don't know when they are gonna come. Und zu der Zeit wussten wir nicht, wann sie kommen würden. You will never know. You're expecting the bride and the groom to come. In der Zeit haben wir den
Bräutigam und die Braut erwartet, aber wir wussten nicht, wann sie kommen. You cannot do anything at that time. Und zu der Zeit kann man nichts machen. You cannot go and help them with the makeup or whatever. Du kannst nicht hinfahren und beim Make-up helfen. You cannot help them to take quick pictures. Und du kannst ihnen auch nicht helfen, schneller die Fotos zu machen. You just need to wait at that moment. Du kannst einfach nur warten. And while I was waiting there, I got reminded of this scripture. Und während ich dort wartete, wurde ich an diese Geschichte erinnert. Here we see about 10 virgins waiting for the bridegroom. Wir sehen hier 10 Jungfrauen, sie warteten auf den Bräutigam. And when you, I think you have heard about this story, and out of these 10 virgins, there were only 5 who entered to that wedding. Und ich denke, ihr kennt die Geschichte, von diesen 10 Jungfrauen sind nur 5 zur Hochzeit gekommen. And I'm just gonna see what the difference was, why the 5 people entered to the wedding and 5 didn't. Ich will mit euch den Unterschied herausfinden, wieso 5 von denen in die Hochzeit kamen und die anderen 5 nicht. The first of all is the word is given virgins. The word virgin. Das erste ist das Wort Jungfrau. There were 10 virgins. Es waren 10 Jungfrauen. The word virgin symbolizes an upright character. It symbolizes an upright character. Es bedeutet, dass es ein aufrichtiger Charakter ist. We read that 5 were wise and 5 were foolish. Und dann sehen wir, dass 5 von denen töricht waren und 5 von denen klug. And 5 of them, they brought extra oil and 5 of them didn't bring extra oil. 5 von den Jungfrauen hatten noch genügend Öl dabei und die anderen nicht. So the question is, why are they foolish? Are they foolish because they didn't have oil, or are they foolish because, or is it the other way around? Also die Frage ist, sind die 5, die mehr Öl dabei hatten, jetzt töricht gewesen oder klug, oder ist es andersherum? Ja. Sind die töricht gewesen, weil sie kein Öl mitgebracht haben, oder ist es, weil sie kein Öl mitgebracht haben, waren sie töricht? Okay. Why? What was the reason? Was war der Grund? Were they foolish because they didn't bring oil, or were they because they didn't bring oil they were foolish? Waren sie töricht, weil sie kein Öl mitgebracht haben, oder haben sie kein Öl mitgebracht und deswegen waren sie töricht? We don't know why. Wir wissen nicht wieso. It is like the question, where did which came first, the egg or the chicken? Es ist genauso wie die Frage, ob das Huhn vorher da war oder das Ei. But we understand at this place there were 5 virgins which were foolish. Aber wir verstehen, dass 5 von denen einfach töricht waren. And 5 of them, they didn't enter to that wedding. Und dass 5 von denen nicht in die Hochzeit hineinkamen. But 10 of them, they were virgins. Aber 10 von ihnen waren Jungfrauen. This virgin symbolizes, as I said, the upright character. Eine Jungfrau steht für einen aufrichtigen Charakter. When we just take this parable and we take it as the church today, und wenn wir diese Geschichte auf die Gemeinde heute anwenden, we can speak about 5 Christians who are foolish and 5 Christians who are wise. Können wir darüber sprechen, dass wir 5 Christen haben, die töricht sind, und 5, die klug sind. And I want you to understand, who are you today? Und wir möchten verstehen, wer bist du heute? Are you wise? Bist du klug? Or are you foolish? Oder bist du töricht? And that's what we need to understand as a church. Das müssen wir als Gemeinde verstehen. And we see how 10 of them were virgins. Wir sehen, dass 10 von ihnen aufrichtig waren. 10 of them were living an upright life. 10 von ihnen waren Jungfrauen und haben ein aufrichtiges Leben geführt. They couldn't enter to that marriage hall. Aber trotzdem sind sie nicht in die Hochzeit hineingekommen. That means that whatever life you live, das bedeutet, was für ein Leben du lebst, the moral character you live, was für einen Charakter du lebst, that is not going to bring you to heaven. Das wird dich nicht in den Himmel bringen. You can live the best life. Du kannst das beste Leben führen. You can live like better than Mother Teresa. Du kannst besser leben als Mutter Teresa. You can have a very good character. Du kannst so einen guten Charakter haben. But understand that your good character is not going to take you to heaven. Aber du musst verstehen, dass dein guter Charakter dich nicht in den Himmel bringt. Only salvation comes to grace through faith alone. Die Errettung kommt nur durch den Glauben, durch die Gnade. And that's not through ourselves, but it's through, it's a gift of God. Und das ist nicht durch uns, sondern ein Geschenk Gottes. And the foolish, they didn't understand that. Und die Törichten haben das nicht verstanden. We must understand that the salvation that comes from God. Wir müssen verstehen, dass Errettung von Gott geschenkt wird. Here we see that the foolish virgins, they were all trapped.
They didn't have oil, that's why they were trapped. Die Törichten hatten kein Öl, deswegen waren sie gefangen. They needed something. Sie brauchten etwas. They needed, and that's why they couldn't enter. Und deswegen konnten sie nicht in die Hochzeit. And at the end they were knocking at the door. Und am Ende klopften sie an die Hochzeit. And it says that the Lord is saying, I don't know you. Und dann sagte der Herr innen drin, ich kenne euch nicht. In the same way there is a verse in chapter 7 where it says, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter to the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Und nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in den Himmel kommen, sondern diejenigen, die den Willen tun. Many will say to me that day, Lord, Lord. Und sie werden, viele werden sagen, Herr, Herr. We have prophesied. Wir haben prophezeit. In your name. In deinem Namen. Cast out demons. Wir haben Dämonen ausgetrieben. In your name. In deinem Namen. And done many wonders. Und wir haben so viele Wunder getan. In your name. In deinem Namen. And I will declare to them. Und ich werde ihnen erklären. I never knew you. Ich habe euch nie gekannt. I never knew you. Ich habe euch nie gekannt. Something very scary to hear. Das ist etwas sehr Furchterregendes. When you stand one day in front of God, wenn du irgendeinmal vor Gott stehst, and expect God is gonna take you with his loving arms, und wenn du erwartest, dass dich in seine liebenden Arme nimmt, but then God says, I don't know who you are. Und wenn Gott dann sagen würde, ich kenne dich nicht, I don't know who you are. Ich kenne dich nicht. How would you be broken at that moment? Wie zerbrochen würdest du dann sein? Many times we can come to church and say, God, I have come to church every Sunday. Wir können oft in die Kirche kommen und sagen, Gott, ich war jeden Sonntag da. I also went to the outreaches. Und ich bin auch so zur Evangelisation gegangen. I came to the house meetings. Ich bin auch zum Hauskreis gekommen. I came and I prayed for people. Ich bin gekommen und habe sogar für andere gebetet. I preached in the service. Ich habe gepredigt. I played the music in the service. Ich habe in der Musik gedient. I have done this, I have done that. Ich habe dies und das getan. But if at the end of the day God says, I never knew you. Aber wenn am Ende Gott sagt, ich habe dich nie gekannt. Everything would have been useless. Dann wäre alles umsonst gewesen. Useless. Nutzlos. Useless. Nutzlos. And the word knowing, which God is using at that moment. Und dieses Wort wissen oder kennen in diesem It is saying that I don't have a relationship to you. Bedeutet, dass ich keine Beziehung zu dir habe. God is saying I don't have a relationship to you. Gott sagt hier, ich habe keine Beziehung zu dir. He's not saying I don't know you, I don't know who you are. He knows you by your name. Er sagt hier nicht, ich kenne dich nicht als Person, ich kenne dich beim Namen, sagt er. But the word know says that I don't have a relationship to you. Aber das Wort kennen hier bedeutet, eine Beziehung zu haben. Does God have a relationship to you? Hat Gott eine Beziehung zu dir? Does God have a relationship to you today? Hat Gott zu dir heute eine Beziehung? We wonder if you are going to enter to heaven one day. Wir fragen uns, ob wir einmal in den Himmel kommen. But let us think about now. Aber lass uns heute darüber Does nachdenken. God have a relationship to you now? Lass uns darüber nachdenken, ob wir heute eine Beziehung zu ihm Does haben. God have a relationship to you now? Hat heute Gott eine Beziehung zu dir? Would God say, I know you, come to me? Or would he say, I don't know you? Würde sagen, ich kenne dich, komm zu mir, oder würde sagen, ich kenne dich gar nicht? These 10 virgins, diese 10 Jungfrauen, they were all upright in their character. Sie waren alle aufrichtig in ihrem Charakter. They lived all a good life. Sie haben alle ein gutes Leben geführt. Secondly, their intentions didn't differentiate them. Und ihre Intention hat sich nicht unterschieden. They all had the same doctrine. Sie haben alle dieselbe Lehre gehabt. They all believed that there was a bridegroom coming. Und sie glaubten alle daran, dass der Bräutigam kommt. They all were going to meet him. Und sie waren alle bereit, ihn zu sehen. They all had the same doctrine. Sie haben alle dieselbe Lehre gehabt. But having the same doctrine didn't bring to Jesus. Aber dieselbe Lehre zu haben hat sie nicht zu Jesus gebracht. You can sit here and have the same doctrine. Du kannst hier sitzen und dieselbe Lehre folgen. Believe in the same Jesus. An denselben Jesus glauben. Speak in tongues. Und auch in Zungen beten. Worship the same songs. Dieselben Lieder singen. Listen to the same sermon. Dieselbe Predigt hören. But that doesn't mean that you are also going to enter to the same place. Aber das heißt nicht, dass du auch an denselben Ort kommst. They were all sleeping. Sie schliefen alle. Amen. They were all sleeping. Sie schliefen alle. Not only the fools. Nicht nur die Törichten. As a preacher, I would say all fools sleep, but also the wise were sleeping.
nicht nur die Törichten, sondern die Klugen schliefen auch. All were sleeping. Alle schliefen. But there was a difference. Aber es gab einen Unterschied. There was one difference. Es gab einen Unterschied. Which was the difference? Was war der Unterschied? What was it? Was war der Unterschied? But the other five were wise enough to take along extra oil. Die Klugen aber nahmen Öl mit in den Gefäßen zusammen mit ihren Lampen. In the verse before it says the five who were foolish didn't take enough oil for the lamps. In dem Vers davor steht, dass die Törichten nicht genug Öl dabei hatten. See, both of them had oil. Beide Gruppen hatten Öl dabei. I just want you to get that. Just get that in your mind. Ich möchte, dass ihr das ganz genau versteht. I don't know if you're tired. I don't know if you are listening or if you're not listening. Just get that in mind. Versteh das einfach. All virgins. Sie waren alle Jungfrauen. They were all had an upright character. Sie hatten alle einen aufrichten Charakter. They were all, the intention was the same. Und ihre Intention war dieselbe. They were all going to meet the bridegroom. Sie wollten alle den Bräutigam treffen. They were all having oil. Und sie hatten alle Öl dabei. Oil resembles the Holy Spirit. Und Öl steht hier für den Heiligen Geist. The anointing. Die Salbung. They all had it. Alle hatten sie. Everyone had the anointing. Alle hatten die Salbung. But still the anointing didn't bring them to Jesus. Aber trotzdem hat die Salbung sie nicht zu Jesus gebracht. See, we need that oil. Wir brauchen dieses Öl. But not just the oil for today, we need an overflowing of oil. Wir brauchen aber nicht nur das Öl für heute, sondern überfließend. We need an extra oil. Wir brauchen mehr Öl. How many of you have extra oil? Wer von euch hat extra Öl? Kofferraum. Some people don't even have oil in the car. Einige haben nicht einmal Öl im Auto. We need to carry that extra oil. Wir müssen dieses extra Öl mitnehmen. The problem of Christians nowadays is they only take oil for now. Das Problem der Christen heute ist, sie haben nur Öl für jetzt. Just think about your life. You come to church, you switch on your lamp and you come to church and you bring the oil what you need for today, but you don't have enough oil for Monday to Saturday. Denk darüber nach, du kommst zur Kirche am Sonntag und du bringst deine Lampe mit deinem Öl für heute, aber du hast nicht genug Öl für die neue Woche. Just imagine, just think about your life and think about the situations you go through in your life. Do you have enough oil to meet your Savior during the week? Denk darüber nach, hast du genug Öl, um deinen Erretter zu treffen in der Woche? And many times we are not able to meet our Savior because our oil is not there. Manchmal können wir unseren Retter nicht treffen, weil wir nicht einmal Öl haben. If you want to meet your Savior, if you want to meet your bridegroom, then you have to have extra oil in you. Wenn du deinen Erretter treffen möchtest, dann musst du extra Öl dabei haben. Both of them had oil. Beide Gruppen hatten Öl. Both of them they had lamps. Beide Gruppen hatten Lampen. Both of them were sleeping. Und beide Gruppen schliefen. But those wise virgins. Aber diese weisen Jungfrauen. They had extra oil. Sie hatten extra Öl dabei. Extra oil. Extra Öl. Extra oil. Extra Öl. And you need to understand that Jesus doesn't limit his oil. Und wir müssen verstehen, Jesus begrenzt sein Öl für dich nicht. He doesn't limit his oil. Er begrenzt das Öl nicht. Even in the Old Testament, I have preached that once before. When you give God your vessel, he will fill it with his oil. Und auch ich habe das schon mal gepredigt. Wenn du Gott dein Gefäß gibst, dann wird er es füllen mit Öl. When Elisha was there with the widow, he was giving all the vessels and the vessel was always filled with oil. Die Witwe gab dem Propheten all die Gefäße, die sie hatte, und alles wurde überfließend gefüllt. And the Bible says, as the vessel stopped, the oil stopped. Und die Bibel sagt, als sie keine Gefäße mehr hatten, hatten sie kein Öl. And God, what he does is he gives you unconditional, unlimited oil. Gott gibt dir unbegrenzt Öl. He gives you oil and oil, but you need to give him that vessel. Er gibt dir unbegrenzt Öl, aber du musst ihm Gefäße geben. And many times we don't take the vessels, we just take the oil what we need for now. Und meistens nehmen wir nur das Öl an, ohne Gefäße zu haben. See, Josaphat could just take a cup, but he's taking a bottle. Josaphat könnte zum Beispiel einen Becher nehmen, aber er hat eine Flasche. He has more. He's taking extra. Er nimmt mehr mit. We can just take a cup and drink, and then we'll be finished. Wir können einfach aus einem Becher trinken und austrinken. But he's drinking out of an extra bottle. Aber er trinkt extra aus einer großen Flasche. We need to carry that extra with us. Wir müssen das extra mitnehmen. If it sometimes goes down, if we burn out, wenn wir manchmal ausgebrannt sind, then we need to ignite it again with that oil. Dann müssen wir uns wieder neu entfachen mit dem neuen Öl. Many times we burn out not because we come to church, but because we are outside
dimming our light and suddenly that oil will go and we don't even know that the oil is gone. Manchmal passiert es, dass unsere Flamme ausgeht, weil wir nicht genug Öl benutzen in der Woche. How many of you have tried to start your car and the engine doesn't work? Wie viele von euch hatten schon mal das Problem, dass das Auto nicht anging? We in our spiritual life it's the same. We try to ignite it. Auch in unserem geistlichen Leben ist es so, wir müssen den Motor starten. But sometimes the aber manchmal hört es sich so an. Wie denn? So. The 10 virgins, when the bridegroom came, als der Bräutigam kam, 5 virgins tried to start the ignition. Haben 5 von denen versucht, den Motor anzubekommen. They tried to start the motor. Sie versuchten, den Motor anzubekommen. But it didn't start. Aber der Motor ging nicht an. And the other 5, it started. Bei den anderen 5 ging das Auto an. Because they had enough oil. Weil sie hatten genug Öl. And the 5 foolish, they were asking, give us some oil. Und die Törichten fragten sie, gib uns auch. They said, sorry, I have only enough for me. Aber die Weisen hatten nur genug Öl für sich selbst. And they missed out. Und sie haben es verpasst. At the end to enter to that wedding because they didn't have enough oil. Sie haben es verpasst, in die Hochzeit zu kommen, weil sie nicht genug Öl hatten. How sad would it be? Wie traurig würde das sein? If we live our life on this earth. Wenn wir auf dieser Welt leben. And one day we stand in front of our Savior. Und wir eines Tages vor unserem Retter stehen. Without any oil. Ohne Öl. Without any lamp. Ohne eine Lampe. And God, and we start knocking on the door. Und wir fangen an, an der Tür zu klopfen. And he is just opening the door and saying, "Sorry, I don't know you." Und er öffnet die Tür und sagt, ich kenne dich nicht. How sad would that be, guys? Wie traurig würde das sein? How sad would that be if God doesn't know us? Wie traurig würde das sein, wenn Gott uns nicht kennt? If he doesn't have the relationship to us. Wenn wir nicht diese Beziehung zu ihm haben. He gives us unconditional, unlimited oil so that we can keep our fire burning inside us. Er gibt uns unbegrenzt Öl, so dass wir unser Feuer brennen lassen können. We sang from the inside out. We sang from the inside out. Wir haben gesungen vom Inneren heraus. Our fire has to come from the inside out. Unser Feuer muss auch von innen heraus kommen. We need to burn from the inside out. Wir müssen von innen heraus brennen. We need to keep that fire burning. Wir müssen das Feuer am Brennen halten. How many of you have that fire still burning in you? Wie viele von euch haben noch das Feuer? How many of you still have that some kind of thing burning is some little flame at least. Wie viele von euch haben wenigstens noch eine kleine Flamme in sich? Sometimes it glows, sometimes it's gone, sometimes we have to put petrol on it to just ignite it again. Manchmal brennt diese Flamme lodernd, manchmal ist es nur eine kleine Flamme und manchmal brauchen wir noch mehr Öl. But do you know how small or how big your fire is? Die Frage ist, weißt du, wie groß deine Flamme oder dein Feuer ist? And understand that you need that oil in order to keep that fire burning. Und du musst verstehen, dass du immer wieder Öl brauchst, um das Feuer erhalten zu können. And that extra oil that will lead you into that wedding hall. Und das extra Öl, das du brauchst, um in die Hochzeit zu kommen. This is where we are all going to. Da wollen wir hin. This is where we are all heading towards. Da kommen wir alle hin. This is why we are meeting here. Und deswegen treffen wir uns hier. We are not meeting here to just give a good feeling. Wir kommen nicht hierhin, um ein gutes Gefühl zu bekommen. We are not here to just connect to each other. Wir sind nicht hier, um Freundschaften zu schließen. We are meeting here to be like the 5 wise virgins who are going towards the bridegroom. Wir treffen uns hier, um so zu sein wie die klugen Jungfrauen, um in die Hochzeit zu kommen. We want our fire to be still burning with that extra oil. Und wir möchten, dass unser Feuer erhalten bleibt. And we want to enter into that wedding hall. Und wir möchten in diese Hochzeit kommen. Not like those 5 who were sleeping. Nicht so wie die Törichten, die schliefen. It is not wrong when you sleep. Es ist nicht falsch zu schlafen. It is wrong when you sleep when I preach. Es ist falsch, wenn ihr schlaft, während ich predige. I don't know if you will go to heaven when you sleep and when I preach. It says in Pastor Dinesh chapter 7 verse 3. Yeah, when I preach and you sleep, I don't know if you would go to heaven. Wenn ich predige und ihr schlaft, dann weiß ich nicht, ob ihr in den Himmel kommt. Yeah, that's my doctrine. It is not wrong to sleep. Es ist nicht falsch zu schlafen. But it is wrong when you don't wake up again. Aber es ist falsch, wenn du nicht mehr aufwachst. Many times we sleep spiritually. Manchmal schlafen wir geistlich. But we stay sleeping. Und wir bleiben schläfrig. And that's not good to be sleepy. Das ist nicht gut. God is not looking for sleepy Christians. Gott sucht nicht nach schläfrigen Christen.
He says, arise and shine. Er sagt, steh auf und scheine. Look at your neighbor and say, arise. Sag deinem Nachbarn, steh auf. And shine. Und scheine. Arise. Steh auf. And shine. Und scheine. You have to arise. Du musst aufstehen. And shine. Und scheinen. And that's what God is calling you for. Dazu beruft dich Not Gott, to sleep, nicht zu schlafen, not to be sleepy, nicht schläfrig zu sein, but to be arise and to shine. Sondern aufzustehen und für ihn zu scheinen. See, when you sleep a lot, wenn du sehr viel schläfst, when you sleep too long, wenn du zu lange schläfst, has anyone ever slept too long? If you sleep too long, wenn du zu lange schläfst, then you will wake up and you will feel still sleepy. Dann wirst du aufwachen und dich immer noch müde you fühlen. You just slept 12 hours. Du hast schon 12 Stunden and geschlafen. And you wake up and you're still like. Und dann stehst du auf und bist immer noch müde. And this is how Christians are. They're sleeping from Monday to Friday and they come Sunday and they're like. Und sie schlafen von Montag bis Freitag und sind Sonntag immer noch so. But if you wake up, if you arise and if you shine, then you will come here and you will shine and you will shine brighter than the diamond, as aber, I said yesterday, last time. Aber wenn du aufstehst und wirklich scheinst, dann wirst du heller scheinen als ein Diamant. But if you don't shine from Monday to Saturday, then you will just sleep and then you will come to the church and be sleepy. Aber wenn du von Montag bis Samstag nur schläfst anstatt zu scheinen, dann wird es auch Sonntag so sein. But God says, arise and shine. Aber Gott sagt zu dir, steh auf und scheine. Arise and shine. Steh auf und scheine. Use that anointing, use that oil and set your lamp on fire. Benutze dein Öl und setze das in Flammen. That oil is given for the fire. Das Öl ist für das Feuer da. If you keep that oil and don't set yourself on fire, there's no use. Es gibt das Öl ist nutzlos, wenn du keine Flamme daraus Take machst. Take the anointing and set yourself on fire for God. Nimm die Salbung und brenne für den Herrn. On the day of Pentecost, when the Holy Spirit came upon them, als zu Pfingsten der Heilige Geist auf die Jünger kam, fire was burning on their heads, guys. Feuer war über ihren Köpfen. Fire is there where anointing is. Feuer ist dort, wo Salbung ist. If you have anointing and the oil of anointing in your life. Wenn du das Öl hast der Salbung in you dir, can set yourself on fire. Dann wirst du selber brennen. And then you will burn. Und du wirst brennen. You will burn. Du wirst brennen. Amen. Amen. And it doesn't just it's not enough to keep that anointing, that oil in your life and keep it. Und es ist nicht ausreichend das Feuer zu dir bei dir just zu behalten. If you set it on fire, the abuse will come out. It will be used. Und wenn das Feuer entfacht wird, dann wird es gebraucht. If I bring a lighter now, wenn du ein Feuerzeug hast, and if I just burn your finger, und wenn du deinen Finger damit brennst, what would happen? Was wird dann passieren? Yeah, you are keeping the hand. I'm just burning the finger. Would you just say, yeah, cool? Wirst du einfach cool sagen, wenn ich die ganze Zeit deine Hand verbrenne? What would you do? Was würdest du tun? Was machen wir? What do we do? We just take it away. Wir würden einfach unsere Hand wegziehen. And if I come run behind you and with the fire, you will run away. Und wenn ich hinter dir herlaufe mit dem Feuer, würdest du weglaufen. In the same way, when there's fire inside you, you won't just be like, and then keep your hand out. Genauso wäre es, wenn das Feuer in dir sein würde, dann würdest du nicht einfach you stehen bleiben. You will run. You will do something. You are on the move. Du würdest laufen. Du würdest dich bewegen. You have to move when you're on fire. Du musst laufen mit dem Feuer. When the day of Pentecost came and when the fire came upon the people, they moved. Als das Feuer kam zu Pfingsten, dann haben sie sich bewegt. 120 people that were gathered together in that room, they were doing worship and singing from the inside out. They were singing, "This is the air I breathe." They were singing, "Do is good," and they were singing all these songs. Sie haben all diese Lieder gesungen. Sie waren alle versammelt. But only when the fire of God came, their life was changed. Aber ihr Leben wurde erst verändert, als das Feuer kam. Only when the fire of God came. Started to move. Erst als das Feuer kam, haben sie sich angefangen zu bewegen. I don't want to be one of the 120 who just meets and eats and meets and eat and meet, eat, sleep, sleep, eat, meet. Ich möchte nicht die Person sein, die einfach nur schläft und isst. I want to be one of those people who gets set on fire and just shakes this nation for God. Ich möchte die Person sein, die brennt für Gott und das Leben des Landes verändert. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es dir geht. But when you have the anointing of God, aber wenn du die Salbung Gottes hast, you can set yourself on fire. Kannst du dich deine Flamme and entfachen. When you are set yourself on fire, und wenn du dann brennst, then you cannot just sleep, eat and meet. Dann kannst du nicht einfach nur schlafen, essen then und dich treffen. You have to do something du more. Musst etwas tun. Then your life doesn't just go around yourself. Dann dreht sich dein Leben nicht nur um dich selbst. Now our life just
around ourselves. Im Moment dreht sich unser Leben um uns. And we think, okay, what is this about me? Do I get anything out of this? And all we think is about us. Wir denken nur an uns selbst. Was kommt für uns dabei raus? But when the fire of God comes upon you, aber wenn das Feuer Gottes kommt, when the Holy Spirit comes upon wenn der Heilige Geist auf dich kommt, not longer you live, but Christ lives through you. Dann wirst nicht mehr du leben, sondern Christus and in dir. And your desires will not be God's desires anymore. God's desires will be your desires. Und Gottes Verlangen werden deine Verlangen sein. Whatever God wants, that you will do. Was Gott möchte, das wirst du tun. Whatever breaks God's heart will break was your heart. Was Gottes Herz bricht, wird dein and Herz that's brechen. The difference of living a foolish life and living a wise life. Und das ist der Unterschied zwischen dem törichten und klugen Leben. The world can say, if you want to live a wise life, then you have to live a standard like this. Die Welt wird dir sagen, wenn du ein weises Leben führst, dann musst du das und das befolgen. You have to have this job, you have to live, have this education, you have to have this partner, you have to have this amount of children. Die Welt wird dir sagen, du musst diesen Job haben, diese Lehre gehabt haben oder diesen Typen heiraten. But what God is saying, if you have the anointing, aber Gott sagt, wenn du die Salbung hast, if you set yourself on fire, wenn du dich entfachst, then you are wise. Dann bist du weise. Then you are wise. Dann bist du weise. You don't need anything. Du brauchst nichts anderes. Anointing is given from God. Die Salbung ist von dir, von anointing Gott gegeben. Is given from God. Anointing is given from God. Die Salbung ist von Gott gegeben. And just use it. Und du musst es nur benutzen. Ignite yourself. Fach das Feuer and move. Und beweg dich. And move. Beweg dich. Look at your neighbor and say, move. Sag deinem Nachbarn, beweg dich. Move. Beweg dich. Don't sit on the same chair every Sunday. Bleib nicht auf deinem Stuhl sitzen. Don't sit on the same chair every Sunday. Bleib nicht auf demselben Stuhl jeden Sonntag sitzen. Your name is not written on that chair. Dein Name steht nicht auf diesem Stuhl. Your name should be written in that book of life. Dein Name sollte im Buch des Lebens stehen. That's why keep moving. Deswegen geh weiter. So that we can enter to heaven. So dass wir in den Himmel kommen. Where our bridegroom just hugs us and just empfangs us. Receives, wo unser Bräutigam uns empfängt. Amen. God is on the move. Gott bewegt sich. God is on the move. Gott bewegt sich. God is on the move. Gott bewegt sich. And when God is moving, und wo Gott bewegt, don't expect God to just wait and come to you. Warte okay. Nicht darauf, dass Gott zu dir kommt. I will wait until Jenica stands up. I will wait until Jenica stands up. Ich werde warten, bis Jenica aufsteht. I will wait until she studies. Ich werde warten, bis sie studiert. I will wait until she get married. Ich warte, bis sie heiratet. And I will wait until she gives birth. Und ich warte, bis sie Kinder gebärt. I will wait until the children go to kindergarten. Ich warte, bis die Kinder im Kindergarten sind. I will wait until the Kinder, the children, they get married and have their own children. Und ich warte auch, bis die Kinder selbst geheiratet haben und selber Kinder haben. God is not waiting until she just does everything what she wants to do. Gott wartet nicht darauf, dass sie fertig ist mit all dem, was sie machen möchte. God is always on the move. Gott bewegt sich immer. He is always on the move. Er ist ständig he auf dem Weg. Still. Er bleibt nicht stehen. He is moving. Er bewegt sich. And it's about us to walk with him. Und es geht darum, dass wir mit ihm gehen. Adam, he was walking with God. Adam ging mit Gott. Enoch was walking with God. Enoch ging mit Gott. In the beginning, the world was empty. Und am Anfang war die Welt leer. And the Spirit of God was moving. Und der Geist Gottes bewegte sich über der Welt. Amen. Even when there was nothing, the Spirit of God. Auch als es nichts gab auf der Welt, bewegte sich der Geist Gottes. God is always on the move. Gott bewegt sich ständig. When Peter was stepping out of the boat. Als Petrus aus dem Boot stieg. It seemed like Jesus was walking past. Sah so aus, als würde Jesus vorbeigehen. But Peter had to reach out. Und Petrus musste sich hinausstrecken. To get the attention of Jesus. Um die Aufmerksamkeit von Jesus zu bekommen. If Peter wouldn't have reached out, Jesus would have just walked past. Jesus wäre einfach weitergegangen, wenn Petrus nicht rausgestiegen wäre. And he wouldn't have had that supernatural experience on walking on water. Und er hätte dann nicht diese übernatürliche Erfahrung gemacht. Times we don't have any supernatural experience because we are not walking with God and we are just staying inside the boat. Manchmal haben wir nicht diese übernatürliche Erfahrung mit Gott, weil wir nicht uns bewegen. And we miss out on Jesus, he is just walking past. Und wir verpassen es, weil wir nicht mit Jesus gehen. Every Sunday he's walking past. Und er geht jeden Tag. Every Sunday when we come to church he's just walking past. Jeden Sonntag geht er hier vorbei. Sometimes we come here Jesus is here and we're like Manchmal sind wir hier sonntags, er ist hier und wir I'm verpassen tired. Es. Ich bin müde. I'm sleepy. Ich bin schläfrig. I'm hungry. Ich bin hungrig. I wanna go home.
Ich möchte nach Hause. I want to speak to that person. Und ich möchte mit der Person sprechen. I want to text this person. Ich möchte der Person schreiben. I want to go on Instagram. Ich möchte auf Instagram sein. I want to take some selfies. Ich möchte Selfies machen. I want to do duck face. Ich möchte ein Duckface machen. I want to do, post a picture on Facebook. Ich möchte auf Facebook was posten. I want to see how many likes I got. Ich möchte sehen, wie viele Likes ich kriege. Our whole focus is on all these stupid things. Und unser Fokus ist auf all diesen dummen Sachen. And we just miss how Jesus is just walking past. Und wir verpassen es, wie Jesus the an uns vorbeigeht. Durch die Dinge dieser Welt. The creator of this world. Die Schöpfung dieser, der Schöpfer dieser Welt. He is just here and walking, and we just spend our time on the creation of some creation. Er ist hier und wir verschwenden unsere Zeit mit irgendeiner Schöpfung von einer Schöpfung. We just waste our time with all these stupid things and forget that the creator of this world is here. Wir verschwenden unsere Zeit mit diesen dummen Sachen und vergessen, dass der Schöpfer dieser Welt hier ist. And we just let him walk past. Und wir lassen zu, dass er an uns vorbeigeht. If we start understanding as a church, wenn wir es verstehen als Gemeinde, that we have to keep walking with God, dass wir weiter mit Gott gehen müssen, then we will be like those wise women. Damit wir so sein können wie die weisen Jungfrauen. We will be like the wise virgin. Wir können dann sein wie die weisen Jungfrauen. Who will enter to the great feast. Die zu dem großen Festmahl kamen. Enter to the great marriage hall. Enter to the destination. Sie kamen am Ziel an. And that's what the church wants to be. Und da möchte auch diese Gemeinde sein. This is where we are going to go. Da möchten wir hingehen. We don't just want to sit in the boat. Wir möchten nicht einfach nur im Boot bleiben. We want to walk with Jesus on the water. Wir möchten mit Jesus auf dem Wasser gehen. How many of you want to walk on the water? Wer von euch möchte auf dem Wasser gehen? But it's safer to sit in the boat, isn't it? Aber es ist sicherer im Boot zu bleiben. Why? I can't swim. I personally I can't swim. Ich kann nicht schwimmen. I would be scared to walk on the water. Ich würde Angst haben, auf dem Wasser zu gehen. And many times we think, okay, let me stay in the boat. I'm safe with Peter. I'm safe with John. Brother John is there. Und ich kann mich sicher fühlen im Boot mit Petrus und mit Johannes. Our brother Thomas is there. Und unser Bruder Thomas ist auch da. Even brother Judas is there. Selbst Judas ist da. I'm safe in this boat. Ich bin sicher in dem Boot. And you might look at your neighbor and think the same thing. Und du schaust auf deinen Nachbarn und denkst dasselbe. But God hasn't called you to live the same life like your neighbor. Aber Gott hat dich nicht berufen, dasselbe Leben zu führen wie dein Nachbar. God hasn't called this church to live the same church. Like all the other churches. Gott hat auch nicht diese Gemeinde berufen, um genauso zu sein wie andere Gemeinden. This church hasn't been created to be just like someone else, just like the church which is opposite us. Und diese Gemeinde wurde nicht geschaffen, um genauso zu sein wie eine Gemeinde gegenüber. This has to be a church which is a bride, which is one of those virgins who's meeting the bridegroom. Das muss eine Gemeinde sein wie eine der weisen Jungfrauen. When the time comes, where shout comes, the here the bridegroom is coming. Und wenn sie dann den Ruf hören, der Bräutigam kommt. We have to be ready. Müssen wir bereit sein. We have to be ready. Wir müssen bereit sein. We have to be on fire. Wir müssen Feuer sein. If you are not on fire then it's too late. Wenn du dann nicht brennst, dann ist es zu spät. It's too late. Dann ist es zu spät. It's too late when you're not on fire already. Wenn du nicht bereit bist, dann ist es zu spät. That's why God is giving you unlimited access to his oil. Deswegen gibt er dir unbegrenzte Verfügung für sein Öl. Fill yourself. Füll dich selbst. He is giving you a petrol station here. Er gibt dir eine Tankstelle hier. And you can just come and fill your car. Du kannst kommen und dein Auto füllen. Fill your life. Füll dein Leben. For free. Und zwar kostenlos. So that you can just keep on driving. Damit du weiterfahren kannst. Free petrol station, guys. Eine kostenlose Tankstelle. You can use it. Du kannst es benutzen. You will be not to use it. Du würdest töricht sein, das nicht zu benutzen. But why are still foolish people in church not using it? Aber wieso gibt es immer noch törichte Menschen, die das nicht benutzen? There are 5 people who are using it and 5 people who are not using it. Es gibt 5 Leute, die das benutzen und 5, die die Tankstelle nicht benutzen. In church there are 5 people using the anointing, using the presence of God, and 5 people who are not using it. Und in der Gemeinde gibt es 5 Leute, die die Gegenwart Gottes benutzen und die anderen nicht. Der große Unterschied war die Salbung. Was the fire. Das Feuer war der Unterschied. Everything else was the same. Alles andere war dasselbe. Look at your neighbor. Schau auf deinen he Nachbarn. Might look the same like you. Er sieht so aus wie du. He is holding the Bible like you. Und er hält vielleicht die Bibel wie du. He is listening like you. Er hört genauso zu wie du. He maybe sleeps like you. Vielleicht schläft er auch so wie du. But the difference is the fire which is burning inside them. Aber der Unterschied ist das Feuer, das in the ihm brennt. Access of
ihr unlimited oil. Dieser Zugang zu dem unbegrenzten That's Öl. Take us to places. Das wird uns zu den Ort bringen. And I believe those unlimited oil is going to be seen in this place. Und ich glaube, dieses unbegrenzte Öl wird hier sichtbar werden. I believe this church is going to be a petrol station. Ich glaube, das hier wird eine Tankstelle sein. We need some Tankwärter. It is going to be a petrol station. Es wird eine Tankstelle sein. It is going to be where cars are going to come and we have to fill them and send them again. Es wird so sein, dass die Autos hierher kommen, gefüllt werden und wieder ausgesandt werden. This place is going to be fulfilled with his glory. This place is going to be fulfilled with his anointing, with his oil. Dieser Ort wird erfüllt sein von seinem Öl, von seiner Salbung. And people who want, they will receive. Und die Menschen, die das empfangen möchten. And as we were worshiping today, I felt that God is confirming that again. Und ich habe das gemerkt, dass Gott es mir bestätigt hat. It is going to be a place where his presence is going to be just like going to swarm over people. Und es wird ein Ort sein, wo seine Gegenwart einfach über die Menschen ausgegossen wird. And people are going to be empowered. Und sie werden bekräftigt werden. People are going to be refreshed. Menschen werden erfrischt werden. People are going to be touched. Menschen werden berührt werden. And maybe we don't see it now. Vielleicht sehen wir es gerade nicht. But that doesn't mean that God hasn't finished it yet. Aber das bedeutet nicht, dass Gott schon fertig God ist. Is still working on it. Gott arbeitet daran. God has already created and planned something. Gott hat schon alles geplant. And we need to just connect with God and keep walking with God. Aber wir müssen uns nur mit Gott verbinden und weiter mit ihm gehen. Und wir werden auf Wasser gehen. Then we will see supernatural things happen. Dann werden wir Übernatürliches sehen. We don't want to just see headaches go or back pains go. Wir werden sehen, wie Kopfschmerzen gehen und Rückenschmerzen gehen. We don't just want to see that. Also wir werden nicht nur das sehen. We want to see greater things happen. Wir werden noch größere Dinge sehen. We want to see blind people opening their eyes again. Wir werden sehen, wie blinde Menschen wieder sehen können. We want to see deaf people hearing again. Wir werden sehen, wie Taube wieder hören können. We want to see dumb people talking again. Und Stumme wieder sprechen können. We want to see wheelchairs walking again. Und wir werden Leute aus Rollstühlen sehen, wie sie wieder gehen. Not the wheelchairs, the people in the wheelchairs. Die Menschen aus den Rollstühlen werden wieder gehen. We want to see those things happen and we are going to see this happen. Wir werden das sehen. And it is not going to happen through one person. Und es wird nicht durch eine Person geschehen. It is going to happen because of the anointing and the oil which will be abide in this place. Sondern es wird geschehen durch die Salbung, die hier im Überfluss sein wird. People are going to enter to this place. Menschen werden hier reinkommen. Just as we worship, wenn wir anbeten. Just as we praise God, wenn wir Gott anbeten. Miracles are going to happen. Dann werden Wunder geschehen. Signs and wonders are going to happen. Zeichen und Wunder werden geschehen. Jesus is going to walk among us. Und Jesus wird unter uns gehen. Jesus is going to touch people. Er wird die Menschen berühren. Jesus is going to just have his stage where he can perform his miracles. Und Jesus wird hier eine Bühne haben, wo er all seine Wunder tun kann. We don't want to push anyone to the front. Wir möchten niemanden nach vorne schicken. We don't want to lift any human being up. Wir möchten nicht Menschen hier erheben. We want to lift only God Almighty up. Wir möchten nur Gott allmächtig hier anbeten. And as we lift up Jesus. Und während wir Jesus erheben. And as we give him that platform and the space to do it. Und wenn wir ihm den Raum geben, das zu tun. He is going to do that. Dann wird er das tun. You will see it. Du wirst es sehen. Your eyes will see it. Deine Augen werden es sehen. Your eyes are going to see it. Deine Augen werden es sehen. Your ears are going to hear it. Deine Ohren werden es hören. Your mouth are going to testify. Und dein Mund wird es bezeugen. What God is going to do in was this Gott place. Tun wird an diesem Ort. Hallelujah. Preist den Herrn. God is going to do it. Gott wird es tun. Because we are not foolish. We are wise. Denn wir sind nicht töricht, sondern klug. Amen. Amen. We are not stupid. Wir sind nicht dumm. We are wise. Wir sind weise. The world may look at us and think we're stupid. Die Welt schaut uns vielleicht an, als wären wir dumm. But they don't know the power of the cross that the cross has. Sie kennen nicht die Kraft des Kreuzes. They don't know the power. Die kennen nicht diese Kraft. It seems foolish for the world. Es wird dumm erscheinen für die Welt. But for us, it's everything we need. Aber für uns ist es alles, was wir brauchen. Everything we need. Alles, was wir brauchen. Everything we need in our alles, was wir brauchen in unserem Leben. Shall we all stand at this moment? Lass uns alle aufstehen. Hey guys, I hope the sermon was a blessing for you. We will be uploading our Sunday sermons every Thursday on this channel. So please subscribe to this channel. Press the bell button below so that you can get notification every time we upload something. If you are living close by, we would love to see you. Come and fellowship with us. Come worship God with us. Our details are listed below. If you have any prayer requests, we are ready to pray for you.
come follow us on Facebook and Instagram and be blessed. Thank you. God bless you.